Sam hat seine Freunde zum Essen eingeladen, um ihnen den Verlobungsring für seine Freundin zu zeigen. Alle nahmen Platz und er legte den Ring auf den Tisch. Plötzlich flackerte das Licht und das Zimmer war stockdunkel. Als das Licht wieder anging, war der Ring verschwunden. Sam rief die Besitzerin und sie befragte die Freunde. Julie sagte, sie habe den Ring nicht mal richtig anschauen können, bevor es dunkel wurde. Roger meinte, er habe nur noch das Funkeln des Rings gesehen, als es dunkel wurde, mehr aber nicht. Michael behauptete, er habe nach seinem Handy gesucht, um ein Foto vom Ring zu schießen. Die Besitzerin sah sich alle ganz genau an und wusste dann, wer es war. Du hast 10 Sekunden. Es war Juli. Als alle Platz nahmen, hatte sie noch keine Handschuhe an. Jetzt schon. Liams Eltern sind Polizeibeamte. Sie waren einem gefährlichen Verbrecher auf der Spur und baten Liam, den Fall geheim zu halten. Nach einer Woche bekam Liam einen Brief von seiner Mutter. Darauf stand: Sohn, uns geht's gut, ruf niemanden an, wir haben dir 5.317 Euro geschickt. Liam fand irgendetwas an der Nachricht seltsam. Auf seinem Konto konnte er auch kein Geld finden. Er hat sofort die Polizei gerufen. Warum? Hier sind deine 9 Sekunden. Wenn du die Zahl 5.317 umdrehst, steht dort Lease. Seine Eltern sind in Gefahr und wollten im Geheimen, dass Liam zwischen den Zeilen liest. Als Susie die Straße entlang lief, fand sie einen Zehner. 3 Leute saßen auf dem Bordstein und es war klar, dass sie Geld brauchten. Also entschied sich Susie, einer der Personen zu helfen. Kyle sagte, ich brauche etwas Geld für meinen Unterschlupf heute Nacht. Mit einer Spende würdest du mir sehr helfen. Jim meinte, du bist ein nettes Mädchen, ich habe nichts mehr. Ich bin blind und weiß auch nicht, wie du aussiehst, aber von den 10 Euro könnte ich heute und morgen Essen kaufen. Susan behauptete, ich brauche Geld für meinen Hund. Er ist zu Hause und verhungert. Susie wusste sofort, wer wirklich Hilfe braucht. Du hast 8 Sekunden. Sie hat Kyle geholfen. Jim muss den Schein gesehen haben, weil er genau 10 Euro verlangt hat, obwohl er sich als blind ausgab. Und Susan dürfte es eigentlich auch ganz gut haben, wenn sie ein Zuhause mit Hund hat. Mike ist ein verdeckter Ermittler. Er ist einem Verdächtigen in den Bahnhof gefolgt, als dieser einen Koffer mit einer anderen Person tauschte. Mike lief dem Verdächtigen weiter nach. Dieser ging in ein riesiges Geschäftsgebäude. Dort waren viele Sicherheitskräfte und Mike kam nicht so einfach da rein. Durch ein Fenster sah er, wie der Verdächtige in den 10. Stock lief. Mike ging zu seinem Auto zurück. Für alle Fälle hat er 3 Uniformen eingepackt. Eine für einen Elektriker, eine für einen Polizeibeamten und eine für einen Fensterputzer. Mit welcher Uniform könnte er sich ins Gebäude schmuggeln? Als Elektriker müsste Mike seinen Personalausweis vorzeigen, das wäre verdächtig. Auch als Polizeibeamter würde er auffliegen, weil er sich ausweisen müsste. Doch als Fensterputzer muss er nicht mal ins Gebäude. Er kann einfach die Fenster hochklettern und so tun, als würde er die Fenster putzen. Sarah rief Detective Archie am Montagnachmittag an und sagte ihm, sie habe ihren Ehemann bewusstlos am Boden vorgefunden. Sie sei den ganzen Morgen shoppen gewesen, doch als sie ihren Ehemann fragen wollte, ob er schon hungrig sei, lag er schon am Boden. Der Krankenwagen brachte den Mann ins Krankenhaus, doch der Detective ließ niemanden entwischen. Im Haus gab es noch 3 andere Personen. Der Koch sagte, ich habe den ganzen Tag gekocht. Das Paar wollte heute eine Dinnerparty veranstalten. Der Sicherheitsmann meinte, ich habe draußen Sicherheitskameras installiert, damit heute Nacht auch alles glatt läuft. Die Putzfrau behauptete, ich habe das Wohnzimmer, die Lounge und alle Gästebadezimmer sauber gemacht. Da heute alle drinnen bleiben, muss alles glänzen. Wer lügt hier? Du hast 6 Sekunden. Der Sicherheitsmann. Er wollte draußen Kameras installieren. Die Putzfrau meinte jedoch, das sei eine Indoor-Party.
Eines Freitagnachmittags rief Shane, der CEO einer großen Firma, die Polizei, um ein Verbrechen zu melden. Jemand sei in sein Büro eingebrochen und habe wichtige Dokumente für einen Multimillionen-Deal geklaut. Der CEO meinte, die sind in mein Büro eingebrochen und haben alle Möbel zerstört. Zuerst haben sie die Bürotür aufgebrochen, jetzt schließt sie nicht mehr. Und dann haben sie den Safe geknackt und alle Dokumente mitgehen lassen. Ich habe den einzigen Schlüssel zum Safe. Hier, sehen Sie? Der Polizeibeamte nahm Shane direkt als Hauptverdächtigen mit auf die Station. Warum? Hier sind deine 5 Sekunden. Hätte jemand den Safe geknackt, könnte man ihn nicht mehr schließen. Shane hat dem Beamten jedoch gezeigt, wie er den Safe abschließen kann. Michael ist ein Privatdetektiv und fuhr mit dem Schiff nach Norwegen. Eines Morgens stürmte der Kapitän in seine Kabine und bat um Hilfe. Er meinte, er habe sich alte Schiffsrouten angesehen und sei dabei auf der Brücke eingeschlafen. Als er wieder aufwachte, war seine wertvolle Uhr verschwunden. Michael rief 3 Leute zusammen, die an dem Abend zuletzt auf der Brücke waren. Der Matrose sagte, ich wollte die Rettungsboote bereit machen, weil in Norwegen ein Wirbelsturm auf uns wartet. Eventuell müssen die Leute evakuiert werden. Der Koch meinte, ich habe Inventur gemacht, um zu wissen, was ich in Norwegen mit an Bord nehmen muss. Der Mechaniker behauptete, ich war mit 2 anderen Matrosen auf dem Weg zum Maschinenraum. Einer der Motoren machte schlapp. Michael wusste sofort, wer lügt. Du hast 4 Sekunden. Es war der Matrose. Keines der Boote sah irgendwie bereit aus. Alle waren noch zugedeckt. Und würde ein Wirbelsturm auf hoher See sein, wäre es fatal, die Leute ins Wasser zu lassen. Sally machte 6-wöchigen Sommerurlaub auf Hawaii. Als sie zurückkehrte, stand ihre Villa völlig auf dem Kopf und ihr Hund war verschwunden. Sie rief die Polizei, die die Ermittlungen einleitete. Detective Michael bemerkte kein Zeichen eines Einbruchs. Auf dem Tisch war frisches Obst. Er vernahm 3 Personen. Sallys Sohn sagte, ich besuche meine Mutter nie, ich bin allergisch auf Hunde. Das Hausmädchen meinte, ich war vor einer Woche hier, hab das Haus geputzt, den Hund gefüttert, den Einkauf gemacht und ging dann wieder. Der Butler sagte, ich war zur selben Zeit wie Sally im Urlaub. Gestern kam ich zurück. Hier sind meine Tickets. Michael hat in 3 Sekunden herausgefunden, wer lügt. Der Butler. Auch wenn die Tage stimmen, das Jahr zeigt 2019, nicht 2020. Lisa ging mit ihrem Ehemann zu Halloween ins Kino. Er verspätete sich, also setzte sie sich schon mal in den Saal und wartete. Als das Licht ausging, setzten sich 2 andere Menschen neben sie. Der Mann links hatte rote Flecken auf seinem T-Shirt. Auch seine Tüte war befleckt und enthielt etwas sehr Eigenartiges. Sein ganzes Gesicht war von Kratzern überzogen. Der Mann rechts neben ihr hatte blasse Haut, rote Augen und hielt eine gruselige Puppe in der Hand. Lisa muss dringend aufs Klo. Einer der Männer ist ihr Ehemann. Sollte sie links oder rechts lang gehen? Du hast 3 Sekunden. Eher links. Es ist Halloween und jeder trägt gruselige Kostüme, aber sieh dir die Hände genauer an. Der Typ links hat einen Ehering, genauso wie Lisa. Es ist ihr Ehemann. Die Puppe vom Typ rechts scheint lebendig zu sein. Lucy unterrichtet einen Karriereleiterkurs, um junge Studierende zu motivieren, ihre Träume zu erfüllen. Sie lud eine Person pro Berufsfeld ein. Nachdem das Seminar beendet war, musste Lucy feststellen, dass das teuerste Gemälde im Konferenzzimmer fehlte. Sie rief die Polizei und die untersuchte die Reisetaschen der Leute, die zuletzt in dem Raum waren. In der Tasche des Elektrikers befanden sich Kabel, Schaltplatten, Schraubenzieher und Lötmaterial. Der Klempner hat einen Schraubenschlüssel, einen Hammer und ein paar Plastikrohre in seinem Koffer. Der Koffer der Tierärztin enthält einen Laser, einen Hammer, einen Bohrer, Leuchtstofflicht und Latexhandschuhe. Welche der 3 Personen ist verdächtig? Du hast 2 Sekunden! Die Tierärztin. Die meisten Sachen in ihrer Tasche haben nichts mit ihrem Beruf zu tun. Und sie hat die Handschuhe benutzt, um ihre Spuren zu verwischen. Da, 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 da,